Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Planescape Torment. Wir wollen mal hier durch, weil wir mal zu dem Ort wollen, wo Anna unsere Leiche gefunden hat. Und soweit wir wissen, müssen wir dazu hier durch. Und das ist diese... Aha. What you first took to be a door in this archway is actually a painting. The artist has made use of the shadows of the overhanging arch and some subtle texturing effects to give the door the illusion of substance. Ja, da wissen wir ja schon, dass wir nicht daran, also quasi uns vorstellen sollen, dass es keine Tür ist und dann wird es eine Tür. Irgendwie sowas. Oder wir dürfen die Tür nicht sehen. Oder wir dürfen nicht hingucken. Irgendwie sowas. Close your eyes, genau. Open the door. You close your eyes, reach for the door and fumble around. To your surprise, you find a handle. With a slight tug, the door opens. A narrow passage leads into the building and from within, you can hear distant howling. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Das soll ja hier irgendwie... Aha, Zwischensequenz, guck an. Das ist Ferret, okay. Und der hat Besuch. Aha. Waren das nicht die gleichen Viecher, die, nachdem wir aus der Mordschule raus sind, sich da auf unserem, unsere Bahre angeguckt haben? Das ist, seltsam. Okay, wen haben wir hier? Tiefling Panther. Wo sind wir hier überhaupt? Tenement of Thugs, ja. Okay. Und das soll haunted sein, diese Area, hat Anna mal erzählt. You see a slender tiefling girl standing with her back to you. You notice that both her hands and the appended table in front of her... Appended... Achso, das ist er. Mhm. In front of her are smeared with a fresh coat of what appears to be pink paint. She seems oblivious to your approach. Greetings. At the sound of your voice, the girl turns her head to regard you. Her face, though somewhat dirty and splattered with drops of pink, is strikingly beautiful. She flashes you a white, mischievous smile, then returns her attention to the makeshift canvas. I had some questions. The tiefling girl seems totally immersed in her artwork. She ignores you entirely. Prima. So, was haben wir hier? So, aber jetzt haben wir noch mal... I'm gone. Nochmal sicher gehen und nochmal Anna fragen. Hi. What is it you want then? So a place we found my body. Strange alley. On the far side of the barking dog cackle house. Genau, da sind wir jetzt drin. That's where we need to head. Mm-hmm. Strange alley. Some bugs and let's curse. Ach nee, die alley ist haunted. Ah, hier nicht. Okay, ne, das ist ja super. Also hier haben wir nichts zu befürchten. Alright. Da schon reingeguckt? Ja, so. Oh, was ist denn hier los? This will teach you not to go around painting people in their sleep. Ah, ihr habt euch gegenseitig angemalt. Paint attack. Na gut, da helfen wir euch mal hier. You have learned some new tricks? Oh, das ist gut. I'm gone. I'm gone. Du bist aufgestiegen, sagst du. Na, dann zeig doch mal. Ja, Detect Traps können wir mal erhöhen. Da du ja unser einziger Dieb bist, können wir dich ja mal ein bisschen breiter aufstellen, was die Fähigkeiten angeht. Aber hier drin ist sonst nichts. Okay. Aha, wen haben wir hier? This wild-eyed man is hunched over, barking and howling at the top of his lungs. Beneath his thick, matted hair, you can make out a series of strange tattoos. They run the range from screaming faces to bizarre geometric shapes to what appear to be lines of verse. He's almost naked. But the dirt and filth covering him gives him the semblance of modesty. Greetings.
As you are about to speak, Anna grabs you and hisses. Are you daft? Nah, another word to that one. One of the staff dogs he is. She lowers her voice. A chaos man, balmy, dangerous. Thick as flies they are, and most likely about. Staff dog? What are you talking about? A hiver gang they are, and chaos men to boot. She shakes her head, then pokes you in the back with her tail. Das stelle ich mir gerade bildlich vor. Das ist lustig. Und steht ihr gegenüber, unterhält sich mit ihr und plötzlich stößt sie einen mit ihrem Schwanz in den Rücken. Das ist lustig. Anna, mein Herzchen. Steer clear and watch your back with them, you should. I've tangled with them and their bite is worse than their bark, it is. Who are the Chaos Men again? Das wissen wir ja schon. Thought I might be able to learn something from him. Never mind. Speak the word silently, the chaos of this. Redest du da? Dumb. Wollen wir wahrscheinlich gar nicht wissen. So, Anna, dann kannst du ja mal deine neu gelernten Fähigkeiten hier mal antesten. Gibt's hier irgendwo Pfeilen? Why not? Written are the prophets of the halls on the words. Ja, das ergibt Sinn. Right. Wie vielleicht? Ne? Hey. Ah. Spotted a trap. Das ist gut, dann machst du doch mal aus. Disarmed it. Das ist gut. Speak the word silently, the chaos of prophecies. Mhm. Okay, ja. Mord, möchtest du mitmachen? Hier ist nix. I'm gone. Hier. Okay. Bandages, naja, besser als nix. Aha, eine ganze Menge Flaschen. Sieht ein bisschen aus wie eine Studenten-WG. Naja, aha. Mehrere Türen. Und ich höre Gegrunze. Psst, over here? Okay. Du hast einen Namen, du bist wichtig. You see a figure hidden amid the shadow in the corner of the room. As you draw near, a young woman steps out to reveal herself. She is dressed in a loose-fitting tunic, which, together with her short-cropped hair and slender frame, gives her a rather boyish appearance. I wouldn't go in there if I were you. She nods in the direction of the door on the south wall. Why? What is beyond that door? She winces at the sound of your voice, putting a finger to her lips to indicate silence. She pauses for a moment, then answers in a hushed voice. A whole mess of them howling lunatics, that's what. Looks like they're having some sort of gathering. Won't be able to get through to the alley until they clear out. Howling lunatics? Is there an echo in here? Yes, howling lunatics. They belong to the Staff Dog Barking Gang. A band of barmy Xauxitec... thugs that plague this part of the hive. How many of them are in there? I counted about a dozen of them. Of course, I was peeking through a crack in the door, so I could be off by a handful or so. A dozen or so? Hardly a challenge. Ja, das stimmt sogar, aber... is there another way to get through to the alley? There may be another way to get past those animals about without a fight. There's another door that leads in there. From what I was able to see, there are stacks of wooden crates along the same wall as the other door. It may be possible to sneak from that door to the exit on the other side of the room. There's only one problem. There's always a problem. Wouldn't be much fun otherwise. What would that be? The door's locked. I tried it. My guess is that the key is on one of the thugs upstairs. I'm not edelcuffed enough to go up there looking for it, though. She folds her arms across the chest and stares at you expectantly. If the key is up there, I'll find it. Updated my journal. If you do manage to live long enough to find the key, the door is in a room to the southeast. I'll be watching from the shadows. If you can unlock the door and make it out to the alley in one piece, I'll be right behind you. Farewell, then. Okay. Dann, was haben wir hier? Das war auch schön eingerichtet. Tiresias. You see an aging man dressed in tattered rags. As you draw nearer, you discover that he is missing both of his eyes. The scar tissue of his eyelids has receded into his empty sockets, giving his features the macabre appearance of a decaying skull. Ja, das ist nicht schön. The old man turns in your general direction, his arms outstretched as a feeling for you. Darkness, Hubie, and voice. The friend words I'll speak of you and call chaos. Speak the words of chaos and you call me friend? Is this jumbled up scramble speak really necessary? The old man cocks his head to one side, his sightless gaze fixed in empty space.
Chaos of you are not pots, not. Has everyone here lost their minds? Walk, not talk. Talk is complete. Completed to completion. He turns his back to you, apparently done with the conversation. It's obvious this is getting me nowhere. Farewell. Yeah, this. I'm gone. These are level clubbed here. Anna? Might as well. Nah? Okay, das wird dann wahrscheinlich die Tür sein, von der... von der Sybil gesprochen hat. Ne? Keine Lust? Disarmed it. Gut. Why not? Done. I'm gone. Things locked. Du bist auch locked. Na gut, vielleicht kriegen wir die ja auf. Nein? Right. I messed up. Ja, okay, offensichtlich nicht. Sind wir nicht gut genug für? Locked. Gut, dann zaubern wir sie auf. Locked. Nee, gut, dann eben nicht. Done. I'm gone. Vielleicht kriegen wir den Schlüssel ja noch irgendwo. Ah, hallo. I'm gone. Ja, Nameless One auch zuschlagen, nicht nur rumgucken. So. Noch mehr nutzloses Zeug. Aha, hier vielleicht was drin. Nee. I'm gone. So, die Tür ist es nicht. Nee. Was ist das hier? I'm gone. Ach, das Klo. Oh Gott. Damn. Mein lieber Mann, hier gibt's aber. Klotscher, okay. Ist was drin, ich glaub's nicht. Bloodflight Charm. Aber gut, in Klos ist immer was in jedem Spiel. Also wenn in einem Spiel ein Klo vorkommt, dann ist da auch was drin. Das ist I'm gone. Fast ungeschriebenes Gesetz. So. Hier noch irgendwo was? Alright. Silver Bracelet. Done. Wow, 147 Copper, also... Alright. Gibt's ja einiges. Ah, hier geht's... I'm gone. Hier geht's nach oben. Iron Pryber, okay, haben wir zwei. Das Blöde ist, dass wir keinen haben, der es benutzen kann. Deswegen können wir es auch hier lassen. Okay, na gut, dann gucken wir mal nach oben. So, Anna, du machst jetzt mal... Failed. Nee. Na gut, dann machst du es eben nicht. Dann machen wir es eben nie ohne Stealth. Done. Ist hier was? I'm gone. Hier ist was? Au, aua. Done. Hätte ich mal Detect Traps machen sollen. I'm here. Machen wir es jetzt. Detect Traps. I'm gone. Na? Nix. Och, Spiel. Dann eben nicht. Alright. Was haben wir hier? Ah. Opfer. Ah, nee, reden wollte ich mit dir nicht. Ich wollte dich...
That's one true to snap branch too many. No sense in chat. Ja. Wollte ich auch gar nicht. Ich wollte ja eigentlich. I'm hurt. Oh Gott, dann geh mal kurz weg. Tantius Folly. Mord, warum machst du eigentlich nicht mit? Good as done. Okay. Habt ihr irgendwas bei euch gehabt? Hm, ja, immerhin. All right. Okay. Okay, mal gucken, ob wir hier rasten können. Ist ja eigentlich keiner mehr. It's too dangerous. Na gut, dann müssen wir eben die Dinger schlucken. Hilft ja nichts. Beziehungsweise immer die Bandages benutzen. Da haben wir ja sowieso so viele von... So, und Anna, du nimmst auch mal so einen Klappscharm zu dir. So. Hier noch was? Auch nicht. Hi, what? Irgendwas? Nee. Sieht nicht so aus. Na gut, dann geht's nach oben. What's up? Okay. What you be wanting now? Mach doch mal Stealth. Okay, hat nicht geklappt. Hi. Dann geh mal zur Seite und lass das mal unsere beiden Kämpfer machen. Your will be done. Dabei jetzt noch Detect Traps machen? Okay, geht nur eins von beiden. Egal, dann gehen wir mal. Ah, haha, ein Magier. Okay, schnell hin, schnell hin, schnell hin und drauf. Lift yourself exposed, Agent. Das hast du schön gesagt. Ja, der ist mal Matsch, ne? Ja, alright. Sehr gut. Hast du was bei dir? Wow, eine Menge Kohle und den Key. Na gut, wenn wir schon hier I'm sind. Gone. I'm gone. Haben wir hier noch mehr Geld, noch mehr Klatscharms. Und nix. Done. Und hier haben wir. Alright. Okay, hier irgendwas. Nope. Na gut, aber wir haben ja gekriegt, wofür wir gekommen sind, nämlich den Schlüssel. Ah, da war noch eine Falle, wie schön. Dirty Red Charm. Done. Geld. Und noch mehr Geld. Hier irgendwas? Nee. Okay. Plus 1 und plus 2, okay. Jo, nur gut. Haben wir. Was war das? Oh, noch ein deutlicher Charm. Achso, habe ich den letztes Mal nicht mitgenommen? Egal. Haben wir jetzt 16, wie schön. Und jetzt gehen wir nach unten und gucken mal, ob wir durch diese Tür kommen.
kannst mal gucken, vielleicht ist der ja... I'm gone. ...der Schlüssel ja für diese Tür. All right. Things locked. Nee, offensichtlich nicht. Dafür sind wir einfach zu schlecht. Anna, willst du es nochmal probieren? Ach, messed up. Dumb. Lassen wir es bleiben. So, dann machen wir mal einen Quicksave, bevor wir hier in die Versammlungshalle einbrechen. Okay. Dumb. Hier am Rand vorbeischleichen, hast du gesagt. Ready. Aha, machen wir das mal. Why not? Right. Wo genau? Dann. Spiel. Aha, hier. Darkon, kommst du mit? Alright. Nee, hier lang, Darkon. I'm gone. Wüsste wo? Dann. I'm gone. Aha, kommen wir hier durch? Dann. Nee, na gut, dann müssen wir uns eben prügeln. Okay, dann zaubern wir mal. What? Okay. Endure. In enduring, grow strong. Good is done. Mm-hmm. Insert the Mon's name. Darkon ist badly wounded, dann machen wir was gegen. I'm hurt. Don't let it end like this. Okay. I am wounded. Okay, nee, das machen wir offensichtlich am besten ohne kämpfen. Quick Save. So müssen wir das vielleicht einzeln your machen. Your will be done. I shall your will be done. I shall serve. Your path, your will be done. I shall serve. Your will be done. Vorbei. Your path is mine. Ah, doch, das geht. Gut. Anna, du machst das Ganze mal. Like a shadow I am. Hoppala. Okay, raus. So. What's up? Gone. Good is done. So, dann machen wir das mal. Like a shadow I am. Okay, dann machen wir das mal anders. Wenn das schon irgendwie nicht funktioniert. Wall Lightning, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Endure. In enduring, grow strong. That. Okay.
I hear your words. Mord könnte mal ein bisschen Heilung gebrauchen. Ja, Mord machen wir. I'm gone. I will hear you. Okay. Missile. Muss Darkon mal geheilt werden? Eieieiei. Ups. Like a shadow I am. And to Death Mode und jetzt Attack Backsteps du den da mal bitte. Sehr gut. Kannst auch den mal wegsteppen. Lift yourself exposed, agent. Wunderbar. Mit einem you see that? Backstabbing ist eine feine Sache. Und vor allem mit Annas lustigen Kommentar macht die Sache gleich noch viel mehr Spaß. Gut, hier gehen wir aber durch unsere Healing-Items durch, wie nichts gut ist. Scheiße, was machte die nochmal? Axe of Torment. One creature. Ja, macht Schaden, gut. Huh, haha. Zack, zack, zack. Und? Das hätte besser sein können. Gut, Anna, du versteckst dich nochmal. Like a shadow I am. Und attackierst jetzt Let diesen blöden shadow. Veteran da, der. Let yourself expose, agent. Ready. Right. Come on. Nein, was drücke ich hier denn? Space, nicht Escape. Oh, er ist tot, Gott sei Dank. So, irgendwie sollten wir das ja so nicht machen, aber naja, gut. I'm here. Anna, fang mal an einzusammeln. Might as well. Oh, wow. Tenement Storeroom Key. Small Red Key. Mhm. Battle Axe brauchen wir nicht mehr. Naja, zumindest haben wir eine Menge, werden wir eine Menge Sachen zu verkaufen haben. Right. Wahrscheinlich werden wir gar nicht alles finden hier in diesem Leichenberg. Why not? Naja. Haben wir es halt auf die grobe Tour gemacht. Why nicht not? Besonders effizient, might aber. As well.
Might as well. So, gucken, was wir hier noch so finden unter den Leichen. Ich hasse dieses Suchspiel. Might as well. Ist ja noch irgendwo was? Right. Du hast nur die Battle Axe und sonst Might ist ja glaube ich nichts mehr, ne? Achso, dann können wir mal gucken, ob wir damit jetzt die Tür hier aufkriegen. War ich schon alle massakrieren? Vielleicht hat das aber jetzt was gebracht. Ja! Okay, Anna. Guck mal nach Fallen. War ja klar. Dann disarmen sie mal bitte. Disarmed it. Might as well. Oh, ein bisschen Kohle. Gut. Da soll noch einer sagen, es lohnt sich nicht, Leute umzubringen. Okay, die Leichen sind schon verschwunden. Das ist zwar seltsam, aber ganz gut. Da sehen wir nämlich, dass hier nichts mehr rumliegt. Dann. Gut. Okay, ist hier noch wer? Sieht nicht so aus. Might be of significance to the staff dog's barking gang. Ja, gut. Hier sind sie rumgelaufen. Oh ja. Okay. Might as well. Why not? Hier ist nix. Hier ist auch nix. Wie hätten wir hier verdammt nochmal vorbeikommen sollen? Right. Bin ich echt zu blöd? Ja, vielleicht hätte das klappen können. Might as well. Naja. Hat's halt nicht geklappt. Haben wir ein bisschen Erfahrung eingesammelt. Auch nicht schlecht. Okay, gut. Das scheint hier alles gewesen zu sein. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder, wenn wir dann das Tenement of Dax, dem Ort des Massakers, verlassen und uns dann hoffentlich ein bisschen klüger anstellen in Zukunft. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.